Ein Satz. Das Video hochladen? Nein, ich muss es erst bearbeiten, dann mache ich noch Markierungen drauf und Text, ne, und dann lade es hoch, dann habe ich Hoffnung, wenn es zwei Teile werden. Okay. Mhm. Und der YouTube-Kanal heißt auch 123 Weiber? Ja, da heißt es 123. Drüber. Eins, zwei, zwei drüber. Jetzt hat sie ja auch recht, das reicht die Fahrerentfernung, also musst du eigentlich in den Spiegel schauen, ja, ob da niemand kommt, da wir auf der linken Seite waren. Hast du die erkannt? Mhm. So eine Pfeil. Mhm. Jetzt so 3 Sekunden Anstopp hier an der weißen Linie. Jetzt ist die Ampel schon grün, das kann ich nicht machen. Dichter am Wort bleiben. Nächste Straße werden wir rechts abbiegen. Sodass die Rechtsabbieger vorbeifahren können. Groß genug ist die Straße. Gut. Und ganz links. Ne? Ah, ganz links. Ja, genau. Ganz links ist da. Und die nächste dann wieder links abbiegen. Spannend, da achte mal auf die Verkehrszeichen. Wir werden rechts abbiegen.
letzte Mal mit FKNG vorbeigefahren, hat er gesagt, hier ist derjenige durchgefallen am Stoppschild. Da geht es nicht ganz einfach in die Situation. Und davor hast du das Zeichen Ampel, ja, wenn du rechts abbiegst. Eine Sichtlinie, oder? Ja, ein bisschen nach rechts einordnen und dann hältst du eine. Doch eine. Ja, genau. Dankeschön. Noch ein Stück vor. Nochmal Stopp. Looky, looky. Und dann auch nach rechts schauen. Die Ampel ist rot. Dann fährst du ein freies links bis zur Haltelinie vor. Ja? Jetzt kannst du vorfahren, wenn keiner kommt. Lenken, ja. lenken, mehr lenken. So, und hier vorne Stopp. Hier musst du anhalten. Ja. Stopp. Ja? Jetzt ist die Ampel grün. Okay. Ja, die macht Spaß, ne? Das ist meine Spezialität. So, in der Mitte bleiben. Wie viele Spuren gehen geradeaus? Eine. Zwei. Rechts eine, auch, eine. Ne? Also kommst du drüben wo an? Rechts. Links. Ja. Dann rechts war ja noch ein Fahrstreifen. Ja. Das ist der Attila-Platz. Das ist auch so eine typische Stelle, wo die Fahrsteller manchmal Probleme bekommen in der Prüfung. Die nächste Möglichkeit werden wir links abbiegen. Richtig, hast du gut erkannt, ne? Da ist das Zeichen, links hat es verboten, deshalb auch die nächste Möglichkeit. Konkretes Zeichen hat er dir nicht gegeben. Doch, jetzt, hat er gemacht, ja. Jetzt musst du aber den zweiten Fahrstreifen. Okay, jetzt kannst du fahren. Ne? Das war jetzt ein bisschen. Tricky. Ja. Der ist aber mutig, ne? Mit seiner Farbe. Aber schön. Dann auch so ein bisschen in die Straße reinfahren. Falls da einer rauskommt, braucht er ja noch genug Platz, um in unsere Straße einzugehen. Ui, ja. Francesca. Das ist aber gefährlich. Und hast du schon mal die Geschwindigkeit gecheckt in der neuen Richtung? Das ist auch meine.
nicht den Radfahrer überholen, du kannst hier rüberfahren. Wusste ich nicht. Hier ist die Markierung. Ja. Jetzt hast du hier Vorfahrt gewähren. Das heißt, wenn wir grün haben, musst du an der Sichtlinie da vorne nochmal ja, nach links schauen. Ja. Normalerweise dürfte da keiner kommen, aber schauen musst du schon. Schauen wir nochmal an links. Und keiner. Jawohl, und dann können wir jetzt rumfahren. Rechts abbiegen. Ja, das hast du hier erkannt, ne? Wir haben hier zwei Abbiegespuren nach links und eine nach rechts. Das sind wichtige Informationen, die wir einsammeln. Hier biegen wir rechts ab und dann links auf die Autobahn. Wo kommst du an? Links. Jawohl. Zweifelsfall der Rollenfall. Jetzt halten wir an, jetzt könntest du fahren. Ne? Rollenfall ist an. Und rechts an.
Ampel, ne? Mhm. Wir wollen geradeaus, also musst du dich rechts anschalten, dass du eine Geradeausspur bist. Die 30 hast du gesehen? Wieder rechts einzuordnen. Nicht zu schnell. Und dann biegen wir rechts ab, ja. Spiegel gucken, ob da ein Radfahrer kommt. Ja. Siehst, musst du den Blinker abmachen, ne? Hier ist rechts vor links. Wir fahren die zweite Ausfahrt raus. Dann musst du bremsbereit sein. Links abbiegen. Ich bin gerade so erschrocken. Links abbiegen, also halb links, ja. Guck mal, da ist so eine Vorankündigungstafel. Wir fahren Richtung Marienfelde. Ja.
verändert, das ist halb links. Halb links, das ist dort, ne? Das ist ganz links, ja. Da vorne. Mhm. Hier ist Richtung Neukölln. Ja. Schon geschafft? Dann werden wir an der Ampel links abbiegen. Mitte. Bleibt weiter rechts, weiter rechts, weiter rechts, weiter rechts. Ist ein Gegenverkehr reinkommen. Fahren wir noch ein Loch durch. Okay, die Schulter nicht. Nicht, aber die Fragen. Ja. Danke. Jawohl. Schüler so schräg rüberfahren, das wäre verkehrt. Das heißt, ist dann die Prüfung vorbei? Naja, es kommt nur ein bisschen drauf an. Wenn du auf der linken Seite stehst, also wenn du das nicht geschafft hast, dann kommst du drüben links an. Ja. Ja, und dann wechselst du drüben sauber rechts rüber. Aber nicht einfach so rüberfahren, um zu schauen.